Applaus in die Hände! Komm schon, wir haben ein kleines technisches Problem, noch alle Hände gehen nach oben, komm schon. Wir klatschen den Andreas ein. Alle Hände gehen nach oben. Und wir klatschen. Hey, hey. Über die Straßen gehen, es war Sonnenglocht in einer Samstagnacht, hat ja zu mir gesagt und ich hab mich gefragt, was so und die
Thank you.
sagst du mir, blau die Himmel ist dir. Über 10 Millionen hören Webradio. Es wird Zeit, dass Sie von Ihnen hören. Gleich Werbespot schalten unter aktion.audimark.de. Audimark. Zukunft hören. Outdoor-Bekleidung für echte Männer. Jede Jahreszeit und jedes Wetter. Herrenoutdoor.de bietet dir preiswerte Bekleidung zum Wohlfühlen. Nur echte Männer bestellen unter herrenoutdoor.de. Herrenoutdoor.de, der Onlineshop für echte Männer. Jetzt bestellen. Thank you.
für den Fang in Oberhausen, für den Österreicher, der im Dialekt singt. Dankeschön! Ein unvergessliches Konzert ist mir in Erinnerung im vergangenen Herbst in der großen Arena da drüben. War wer dabei? Ein großes Bandkonzert, jetzt bin ich ganz alleine da auf der Bühne. Ich fühle mich fast heroben, ein klein wenig verlassen, weil die Band nicht da ist, aber ich glaube, es macht gar nichts. Wenn man so empfangen wird bei einem kurzen Gastauftritt, dann geht einem das Herz auf. Dankeschön! In mir steckt ein kleiner Rausbub und das nächste Lied ist für meinen besten Freund geschrieben worden und ich glaube, es passt ganz gut her, weil die österreichische und die deutsche Geselligkeit ja fast eine sind. Ich glaube, wir sind alle beide Nationen miteinander so ein bisschen zum Feiern geboren, oder? Und schmeckt das eine oder andere Glas, wie sagt man, das eine oder andere Kölsch? Düsseldorf, nein, verdammt, das trifft man bei euch. Ja, Bier halt. Kennt ihr das Lieblingshaustier der Deutschen? Der Hund? Es ist der Zapfhahn. Das nächste Lied ist für den Andreas Wiebier. Das ist mein bester Freund, wir sind gemeinsam aufgewachsen. Es ist ein Lied, das vermutlich zu 1 oder 2% mehr für die Männerwelt gemacht worden ist. Aber wenn ich da hinunterschaue, dann glaube ich auch, dass die Mädels ganz schön abfeiern können, oder? Der Frühjahr sagt immer, hätte der liebe Herrgott im Himmel wollen, dass wir nur Wasser trinken, dann hätte er doch nicht beim letzten Abend mal Wasser in Wein verwandelt. Der Andreas Frühjahr sagt auch immer, es gibt so viele Gründe, warum wir Männer trinken. Einer davon könnte sein, wir haben keine Frau. Ein anderer aber könnte sein, wir haben eine Frau. Tja, meine Lieben, der Frühwirt. Das ist ein altes Männergehen. Wenn der Kopf heute kommt, dann sind wir morgen.
wieder.